Moin Leute, muss ich kurz wiederholen, Mikro war noch aus. Moin Leute, schön, dass wir uns sehen und zwar heute zu dem Thema, was glaube ich eingeschlagen hat wie eine Bombe damals. Ich kann nicht darüber sprechen, wie das eigene Bandidos-Chapter das gesehen hat in Neumünster, die ja heute unter dänischer Flagge sozusagen fahren, die verboten worden sind. Und zwar die erste Doku, die wir dann gemeinsam anschauen, die heißt vom NDR, von dem Journalisten Carsten Janz, den ich natürlich den ich persönlich kenne, der auch gegen den Hass gemacht hatte. Rockerkrieg, Polizeiskandal, V-Mann Ralf B. von den Bandidos. Das war also so, dass es mittlerweile, glaube ich, als bewiesen gilt, dass der Präsident der damals krawalligen, man muss es sagen, krawalligen Bandidos, die in so ein Schleswig-Holsteiner Urgebiet der Hells Angels gegangen sind, was alles Hells Angels dominiert war, die dort reingegangen sind und gesagt haben, okay, wir gründen die Bandidos. Dann gab es auch zwischenzeitlich versucht, Kiel zu gründen und so weiter. In Wahlstedt dann Clubhaus und wirklich für riesen Aufruhr gesorgt hat. Den Krieg hatten wir auch schon besprochen, aber das, was hier passiert ist, ist so eine unglaubliche Geschichte. Hat bis in höchste Kreise hat das Wellen geschlagen. Das LKA, das dort diesen Bandido-Präsidenten geführt hatte, als V-Mann, der dann da gab es einen Ermittlungsausschuss oder sonst irgendwas alles. Ein Riesenthema, was da passiert ist, ist so unglaublich. Das könnte kein RTL2-Redakteur besser schreiben. Ich glaube, auch ein Riesenschock für die Member des Bandidos-Chapters. Und es wurde ja auch gemunkelt, dass ein zweiter V-Mann in den Bandidos-Reihen ist. Wird natürlich vehement abgestritten. Auch dieses Bandido-Chapter hat immer mal wieder unter meine Videos geschrieben. Irgendwie hetzerisch und angriffslustig und so weiter. Das mag aus deren Sicht manchmal gerne so sein. Ich versuche das relativ neutral zu berichten, aber das hier hatte auf jeden Fall eingeschlagen wie eine Bombe. Und zwar sehen wir hier Ralf B. und wir lassen gleich das Video laufen. Ich grüße noch ein paar Leute, die schön mit dabei sind. Matze, grüß dich, ahoi, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, der Doku kommt nachträglich zu YouTube. Ich habe eine Freigabe auf jeden Fall von Neumünster TV, die dazu auch einen Bericht gemacht haben. Und dann versuchen wir das mal ein bisschen aufzubröseln, was da los war, welche Rolle das LKA spielte, die Bandidos, die Polizei, die Politik und so weiter. Was ganz wichtig ist hier nicht zu vergessen, es war eine Zeit, hier war richtig Krieg auf den Straßen. Ne? Die haben dort um Gebiete gekämpft jeder, der schon mal in Segeberg war, in Bad Segeberg oder Wahlstedt, Neumünster, sind das Städte, wo man sagt, Mensch, lohnenswert, um diese Städte zu kämpfen, ist es wirklich lohnenswert dafür jetzt, ja, das muss jeder für sich selber dann so entscheiden, ob es dann so die richtige Entscheidung ist, dafür dann sozusagen was zu machen. Aber wir starten jetzt gleich mit der Doku und das ist in zwei Teile aufgesplittet und ja, dann lassen wir die Doku einfach mal laufen. Ganz kurz. Er war jahrelang eine der schillerndsten Figuren in der Rockerszene Schleswig-Holsteins. Anführer. Hier habe ich mich auch gewundert. Erkennt jemanden auf dem Bild? Das ist mir. Ja. Ja. Statt Möbelchen kennt man. Joe, Dankeschön fürs Prime, aber Erik geht raus. Da sind wir zu Besuch, weil ich hatte damals dem NDR ein gewisses Bildmaterial zur Verfügung gestellt für den Film Gegen den Hass und dann kam diese Doku raus und habe ich das geguckt und habe gedacht so, ah, krass, okay, aber hier geht es nicht um mich, aber hier waren wir auf einem Bandidos-Treffen in Perleberg. Ihr fragt euch, wo Perleberg ist? Ja, frage ich mich auch. Ich glaube, es gehört zu Sachsen-Anhalt schon. Ich glaube, es ist Sachsen-Anhalt, würde ich sagen. Perleberg. Da gab es einen Präsident, hieß der Nisi, glaube ich. Wo ist der Perleberg? Und mit dem waren wir relativ gut befreundet. Das war ein netter Typ. 12.000 Einwohner. Und wo ist das? Ist das schon? Ist das noch MV? Nee. Brandenburgische Elbtalaue. Ah, okay. Brandenburg, okay. Brandenburg von mir aus, okay. Brandenburg,
Gibt es da ein Navi an, sagt hat nur fahr woanders hin. Ja, und hier waren wir zu Besuch. Glaube ich, war die Geburtstagsfeier von dem Präsidenten dort. War dann auch die Bandidos Neumünster da. Hier vorne sehen wir den Ralf B. Den Präsidenten kann ich nachher auch einen kurzen Input noch zu geben, wo mit ihm telefoniert wurde. Berlin, muss ich mir notieren. So, auf jeden Fall ist sein Name und zwei, drei andere Namen, besonders natürlich auch Peter Borchert aus Schleswig-Holstein, damit auch nochmal bekannter geworden, weil sie diesen Krieg geführt haben oder Krieg aufgenommen haben gegen die Hells Angels in Schleswig-Holstein und dementsprechend mit brachialer Gewalt, muss man auch sagen, gegeneinander dann sich bekämpft haben um diese Reviere. Der Bandidos, Kriegshäuptling gegen die Hells Angels. Und Ralf B. soll zugleich auch Informant des LKA Schleswig-Holstein gewesen sein. Digga, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir werden nachher noch ein Interview von Ralf B. hören. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also, er ist der Präsident der Bandidos, die dort in Schleswig-Holstein reingesetzt werden. Wo es jedem klar war, jeder, der damals in der Rocker-Szene war, in der 1%-Szene, wusste, wenn die sich gründen in Segeberg, zwischen North End, Lübeck, Kiel, Flensburg und so weiter, dass das Krieg gibt. Und dann wird er hier der Kriegshäuptling genannt und ist dann Informant des LKA. Kannst du dir nicht ausdenken, oder? Kann man sich doch nicht ausdenken. Die Storys sind so unglaublich, die wir hier hören werden. In gewissem Sinne wie so eine Art Doppelagent oder sowas, ja. Sodass man da natürlich nicht weiß, welche Loyalitäten sind jetzt stärker. Führt sie jetzt das LKA an der Nase herum oder die eigene Organisation oder vielleicht beide? Ja? Gewisse Vorteile verspricht sich die V-Person ja daraus. Ralf B. soll sich selbst als Informant angeboten haben, um in einem Hehlereiverfahren schonend behandelt zu werden. So. Also immer wieder krass auch von mir da Bilder zu sehen, da war ich noch ein bisschen stabiler. Sich selber, das musste, also pass auf Leute, das müsst ihr euch mal so vorstellen. Du bist bekannt als der Bandidos-Präsident, 1%, der Krieg führt gegen die Hells Angels, wo es um Schüsse geht, um Handgranaten, um vom Motorrad rammen, beim Schwimmbad in die Beine schießen und all diese Dinge. Sorry, Marc, lol. Und der wurde dann erwischt bei Hehlerei, wo es jetzt noch nicht um die großen Strafen geht. Na klar, kannst du für Hehlerei, aber auch, okay, mit Bewährungswiderruf, keine Ahnung. Aber dann rufst du beim LKA an und sagst, können wir uns mal treffen in dem und dem Restaurant oder irgendwo auf der Autobahnraststelle, ich habe da ein Angebot für euch. Dass LKA wirklich gesagt haben, dass die verarschen uns. Das ist, die verarschen uns. Der verarscht uns. Ich will nicht wissen, wie die da rangegangen sind und die haben gesagt, Digga, angeblich hat uns Ralf angerufen und der sagt, er will uns treffen und so weiter. Die haben gedacht, die werden verarscht. Hundertprozentig. Sich selber angedient als V-Mann. Heißt es aus Ermittlerkreisen. Anfang Januar 2010 führt die Doppelrolle ihn in eine heikle Lage. Die Messerstecherei vor dem Subway in Neumünster bringt ihn für einen Augenblick in den Fokus der Ermittlungen. Denn einerseits gerät der Chef der Bandidos schnell in den Verdacht, den Überfall auf verfeindete Rocker angeordnet zu haben. Andererseits gibt er offenbar weiterhin Informationen an die Polizei weiter. Dieser Überfall im Subway hat hohe Wellen geschlagen. Ich glaube, oder da werden wir noch zu kommen, ich glaube, da waren damals Red Devils waren dort. Die Red Devils, muss man sagen, von der Mannstärke und von dem Menschenmaterial, was da drin war, hatten keine annähernde Chance gegen die Strukturen und Möglichkeiten von den Bandidos Neumünster, die ja teilweise auch Leute aus dem Rechtsextremismus gezogen haben und so sehr, 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 sehr gewaltaffin, sehr, sehr gewalttätige Typen. Und da musst du dir vorstellen, dass du als Präsident dann sagst, ja, okay, wir haben einen Anruf bekommen, die und die sind jetzt im Subway, ja, das ist unser Subway.
und düst da mal hin, macht die Platte, runterschlagen, abkutten und so weiter. Die steigen auf die Motorräder oder Autos und der ruft danach erstmal seinen V-Mann-Führer an und sagt, ich weiß da was, ich habe gehört, es gibt gleich Ärger. Ich habe da was gehört. Achso, hast du es angeordnet? Nee, ich habe es nur gehört. Kann man sich nicht ausdenken. Kann man sich nicht ausdenken. Es ist so unglaublich. Und dann ist immer natürlich die Frage, was kann ich eigentlich jetzt mit diesen Informationen machen? Wie gut sind die? Wie vertrauenswürdig sind die? Hat es rund um die Messerstecherei Behördenfehler gegeben? Auch im Umgang mit Ralf B.? Dazu musste das LKA im aktuellen Rocker-Untersuchungsausschuss aussagen. Dem NDR liegen jetzt die Protokolle vor. Demnach hat das Landeskriminalamt den Rockerboss von einem einfachen Zeugen zu seiner Vertrauensperson gemacht. Mit einem einzigen Grund. Es ging lediglich darum, die Identität der Person im Subway-Verfahren zu schützen. Okay, also das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Ich weiß hier den genauen Ablauf natürlich auch nicht. Das heißt, die konnten in einer Akte, konnten sie dann jemanden ausschwärzen sozusagen, weil sie ihn dann zu einem Informanten gemacht haben, zu einem V-Mann, und konnten somit die Identität dieser Person schützen, weil sie vorher schon Informationen zugetragen hat. Denn als V-Mann musste Ralf B. nicht mehr als Zeuge aussagen. Und auch der Beamte, der mit Ralf B. zu tun hatte, hat zu dem Namen der Person keine Angaben machen dürfen. Ja, dann will man natürlich so eine Quelle wie den Präsidenten der Bandidos Neumünster. Den will man natürlich behalten. Und dann in so einem blöden Subway-Ding, wo jemand beinahe nur draufgegangen ist. Ich glaube, da gab es eine schwere Messerstecherei. Hier ist immer die Frage, okay, überschreiten hier LKA-Beamte und so weiter, überschreiten die Grenzen, ne? Das hat so was Beliebiges, ne? Ich will nicht so gern, dass der Zeuge eine Aussage vor Gericht abgibt. Und deswegen ernenne ich ihn zur Vertrauensperson, dann steuere ich darüber ja schon wieder den Ablauf des Verfahrens und der Hauptverhandlung, und das ist problematisch. Sehe ich genauso, das ist das, was ich auch gerade so als so problematisch ansehe. Du wartest halt noch drauf, wichtiger, das LKA geht davon aus, wir wollen so viel Informationen, wie wir kriegen können. Informationen. Lass laufen. Subway, ja gut, kriegen wir so eine Verurteilung hin, okay, wollen wir nichts sagen, scheiß drauf, wir wollen unseren V-Mann beschützen und so weiter. Sollen die normalen Bullen das mal ermitteln, Kripo oder sonst irgendwas, geht uns nichts an, keine Ahnung. Und das beeinträchtigt natürlich das Verfahren, weil ein wichtiger Zeuge, der das vielleicht angeordnet hat, vielleicht dabei war, Hintergründe weiß und so weiter, nicht aussagt, weil sie zu dem Zeitpunkt noch den... weil sie zu dem Zeitpunkt einfach noch ihre Quelle schützen wollten. Aber was bedeutet das für das Verfahren, das läuft? Und das ist bedenklich. Zudem heißt es in einer Richtlinie des Innenministeriums, dass V-Personen nur eingesetzt werden dürfen, wenn die Aufklärung sonst aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Ralf B. lieferte nachweislich gar keine entscheidenden Erkenntnisse in diesem Fall. Erhielt trotzdem den privilegierten Status eines V-Mannes, arbeitete mit dem Staat zusammen. Das ist problematisch, denn unter seiner Führung verübten die Bandidos weiterhin schwere Straftaten. Tja, also in diesem Verfahren konnte er nichts Wesentliches dazu beitragen. Die Frage ist dann auch immer, die ich ja immer stelle, okay, welche Informationen hat so ein V-Mann zugetragen? Was ist damit wirklich gemacht worden? Ich meine, der ist jetzt im Zeugenschutzprogramm, kostet den Staat dann auch eine ungemeine Geld und Aufwand und so weiter. Was ist wirklich dabei rausgekommen? Und ich habe mich dann sozusagen vor dem Knast bewahrt wegen meiner Hehlerei und führe dann aber trotzdem Krieg in Schleswig-Holstein, Rockerkrieg und Einprozenter und stachel meine Jungs auf, um Krieg zu führen und so weiter. Und dann werde ich bezahlt als V-Mann, gehe nachher ins Zeugenschutzprogramm. Das stinkt irgendwie.
Das stinkt, als Außenstehender stinkt das für mich. Diese Straftaten wurden später vom Oberverwaltungsgericht als Begründung für das Verbot der Gruppierung herangezogen. Das, was wir hier gerade gesehen haben, ist auch das Wohnhaus von dem Ralf B. gewesen. Das muss ich mir vorstellen. Das hat man erstmal, dann hängt man sich da Bandidos drauf und sagt so, hier kommt mal zu mir. Da stand immer sein Mercedes draußen, Motorräder und so weiter. Das sehen wir nachher in dem zweiten Bericht auch noch. Das heißt, die Information, die der Ralf B. als Präsident, das ist für mich auch, da wäre ich als Member damals auch angepisst gewesen, wenn ich gesagt hätte, also unser Präsident, der Präsident hat nur mal was zu melden. Es gibt nicht umsonst das Präsidentenamt. Der Präsident hat nur mal in einem Club was zu melden. Sonst würde er ja Null-Land heißen, Null-Melde-End. Der dann diese Dinge wie Aktion, den Krieg, die Gründung, Aufnahme, Member und so weiter mitbeschließt, mitführt und so weiter. Der beschließt das in Sitzungen, leitet die Leute an und führt die und so weiter. Und es ist diese Kriegssituation. Und dann irgendwie wirst du ein halbes Jahr später verboten über die Aktion, die dieser Präsident mit entschieden hat und mit angeordnet hat. Da sage ich so, weiß ich nicht, ob da der Staat nicht zu weit gegangen ist. Also jemanden in die Position zu setzen, okay. Man könnte es jetzt ganz, ganz krass weiterspinnen. Das sage ich ganz ehrlich, ich will das hier nicht verteidigen, aber man könnte es ganz krass weiterspinnen und jetzt sagen, hat der Staat hintenrum das LKA die Bandidos Neumünster kriminalisiert, um Ruhe in die Rockerszene Schleswig-Holstein zu bringen, motiviert, die mal Straftaten zu begehen, damit wir sie verbieten können, damit wir wieder zur Ruhe kommen und keine Straftaten stehen, solche passieren. Ansatz okay, keine schweren Straftaten, kein Krieg, wenn die Bandidos aus Schleswig-Holstein weg wären. Aber ist es an der Sache von LKA-Beamten zu entscheiden, ja, wir setzen einen V-Mann ein in der Position, um dann den Verein dort zu Dingen anzuleiten. Da klemmt es bei mir mit dem Rechtsstaat. Da klemmt es bei mir. Wurden später vom Oberverwaltungsgericht als Begründung für das Verbot der Gruppierung herangezogen. Das LKA wollte uns zur Zusammenarbeit mit dem Rockerboss keine Auskunft geben. Welche Überraschung. Wenn es so sein würde, dass diese V-Person der maßgebliche Initiator von strafrechtlichen Verfehlungen ist, dann hätte im Grunde genommen der Staat selbst mit dieser V-Person ein Instrumentarium in der Hand, unliebsame Vereine zu verbieten. Unglaublich. Unglaublich, genauso sehe ich es auch. Heißt, jede strafrechtliche Einbeziehung einer solchen V-Person ist unter der Perspektive eines Vereinsverbotes immer problematisch. Zwar sagte der damals für Ralf B. zuständige LKA-Beamte im Untersuchungsausschuss aus, es wurden zu keinem Zeitpunkt Aufträge an diese Person erteilt. Die Person wurde nicht, nie polizeilich gesteuert. Ja, Geschmäckle bleibt. Und ob das auf dem Papier steht oder nicht, was nicht dokumentiert wurde, was besprochen wurde, was nicht aufgezeichnet wurde, tue ich mich schwer mit. Tue ich mich echt schwer mit. Und das ist auch hier das große Dilemma, mit dem sich hier beschäftigt wird, ist hier alles korrekt abgelaufen. Es ist die Frage, soll Polizei das so strecken und dehnen dürfen und Vereine so zu infiltrieren, sie dann so zu führen und dann sie so zu verbieten und dann zu sagen, haha, Präsident war V-Mann, Führungsspitze war V-Mann. Genau so ein Verbotsverfahren ist ja besonders auch in Kreisen der NPD dann gescheitert. Ein Rest Zweifel bleibt aber doch. Bei den Verhandlungen über das Verbot der Bandidos Neumünster saß der mögliche V-Mann später selbst den Richtern gegenüber. Wenig überraschend zog er den Einspruch der Bandidos gegen das Verbot zurück, ganz im Sinne des LKA. Die Bandidos blieben verboten. Das ist schon, ne? Also, mich hätte es mal so interessiert, wo die Bombe geplatzt ist, Chapter intern bei den Bandidos da in Neumünster, Wahlstedt oder sonst wo. Oder, ich meine, Ralf war, glaube ich, sogar National oder sowas. War der nicht ein ganz weiter
ich glaube, der war sogar schon National, weil die so dementsprechend Krawall gemacht haben. Die wollten ja auch so ein Kriegschapter sein. Ich glaube, dass der sogar schon aufgestiegen war in der Bandidos-Hierarchie, nicht nur innerhalb des Clubspräsidenten, sondern dass der auch schon eine höhere Position hatte. Das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Also wird irgendjemand unter dem Video mit Sicherheit unter dem Video klugscheißen. Also das weiß ich nicht mehr genau. Und er musste sich nicht als Vertrauensperson zu erkennen geben. Es ist sehr ungewöhnlich und wird der Rollenverteilung vor Gericht damit im Ergebnis auch nicht mehr gerecht. Es hat mindestens, wie gesagt, diesen unangenehmen Beigeschmack, wenn das jemand tut, der gleichzeitig V-Person ist, wo man dann sich natürlich fragt, tut er das vielleicht deswegen? Ja, das ist sozusagen ja das, was jedenfalls im Raum steht, sodass es jedenfalls ein ganz ungünstiges Bild hinterlässt. Bis 2003. Ungünstiges Bild ist noch gut gesagt. Leibsinn hat Ralf B. für das Landeskriminalamt gearbeitet, wurde dann unter Protest der zuständigen Abteilung durch den LKA-Chef abgeschaltet, wie es im Polizeisprech heißt. Für den NDR war er nicht zu erreichen. Abgeschaltet ist gut. Ich muss dazu sagen, auch ich hatte mit Ralf B. nur ganz kurzen Kontakt, mal auf dieser Party. Und irgendwann war er mal in Berlin. Da wollten wir dann von der Schwarzen Schar, wollten wir dann zu den Bandidos überpatchen, hatten dann ja in Berlin ein Treffen. Das war, ist in der Knast-Story zu hören von mir. Playlist Knast-Story mal auschecken. Und da waren wir in Berlin und dann saßen wir mit einem National, ich weiß nicht mehr, wie der hieß von den Bandidos, Memo von den Bandidos, und der dann auch Ralf angerufen hat, habt ihr die wirklich getroffen auf einer Party in Pelleberg? Ja, und dann, oh Bruder, der eine V-Mann ruft den an, der andere, glaube ich, zu den Hells Angels gewechselt und so weiter. Kann man sich in der Rocker-Szene teilweise nicht ausdenken. Was da abläuft, was da abgeht, kann man sich teilweise Ich glaube, man müsste heute aufpassen, einfach mit wem war, sagst du, was im Club, ist der morgen raus, wer kann wer was gegen dich verwenden. Es gibt da Leute, die miteinander befreundet sind, die sich wahrscheinlich auch gegenseitig vertrauen, aber im Endeffekt gilt das Motto auch innerhalb des Clubs, trust nobody und behalt alles, was du weißt, für dich, dann lebst du wahrscheinlich ungefährlicher. Und jetzt kommt... Neumünster. Jetzt kommt noch eine Doku von Neumünster TV. Dankeschön für die Freigabe dieses Videos an Neumünster TV. Das ist ein gemeinnütziges Projekt von Neumünster Bürgern, die über ihre Heimatstadt berichten. Und hier haben sie einen etwas längeren Bericht gemacht. Dann schauen wir da mal rein, was die dazu noch zu sagen haben. Neumünster, Schleswig-Holstein, 13. Januar 2010. Die Stadt ist zu diesem Zeitpunkt Zentrum des Rockerkriegs. In einem Park in der Innenstadt sammeln sich mehrere Bandidos, bewegen sich zu Fuß zu einem benachbarten Schnellrestaurant und rauben den hier anwesenden Hells Angels-Unterstützern ihre Kutten. Dabei wird ein Red Devil niedergestochen und schwer verletzt. Bei den Ermittlungen kommt es zu schwerwiegenden Pannen der Mess... Also man muss auch dazu sagen, So, viele von denen müssen sich auch fragen, okay, warum? Wir dürfen nicht vergessen, okay, man sammelt sich im Park, und auch ich war ja dafür, dass wir schwere Straftaten, besonders für die Kutte, für den Verein und so gemacht haben. Und da muss man sich mal überlegen, dass man sich dann im Park sammelt, man latscht los zu Subway, sticht da jemand nieder, weil der ein Hells Angels Supporter ist und so weiter. Für was muss man sich dann einfach mal 10, 12 Jahre nachfragen? Mich, das würde mir interessieren, so wie einige von denen da heute drauf gucken und sagen, Scheiße, was für eine Kacke haben wir da gemacht und was für einen Film waren wir da drin? Oder ja, würde ich wieder machen, Hauptsache abstechen, keine Ahnung. Würde mich mal so interessieren, wie man da heute drauf guckt. Der Stecher wird auch im sogenannten Rocker-Prozess am Kieler Amtsgericht nie ermittelt. Das Verhalten innerhalb der Polizei und die Ungereimtheiten in den Akten sind so groß, dass Beobachter anfangen, Fragen zu stellen. Unter anderem der heutige Europaabgeordnete Patrick Breyer, der damals für die Piratenpartei im schleswig-holsteinischen Landtag saß. Eine Weile vor der Landtagswahl 2017 sind mir Informationen zugespielt worden, aus denen hervorging, dass Polizeibeamte
sich darüber beschwert hatten, dass Informationen unterdrückt worden sind, die in einem Strafverfahren wichtig gewesen wären, entlastende Informationen, dass sie... Ja, guck mal, auch also, weil man ja immer wieder spricht von diesem Chorgeist der Polizei, aber da gibt es halt auch noch Polizisten oder noch, oder es gibt Gott sei Dank die meisten Polizisten, die immer noch auf dem Boden des Rechtsstaates stehen und sagen, okay, wenn bei meinen Kollegen was nicht korrekt läuft und oder hier werden Leute verurteilt oder angeklagt und sonst irgendwas durchsucht, obwohl es belastende oder entlastende Beweise gibt, dass die dann sowas der Presse schon zuspielen müssen, weil die Macht vielleicht vom LKA zu groß ist gegenüber anderen Kripo-Dienststellen, Polizeidienststellen und so weiter, die dann versuchen, was zu deckeln, ihren V-Mann zu schützen und so weiter, finde ich das gut, dass es immer noch die vierte Gewalt im Staat gibt und das ist die Presse und das ist auch wichtig. Lügenpresse! Das ist ja dann auch ganz wichtig. Dass das dann noch so funktioniert, dass da gewisse Beamten der Arsch in der Hose haben. Und das musst du auch mal sagen, dass du dir als einzige Möglichkeit siehst, dann als Beamter, um dann sozusagen dem Rechtsstaat zu schützen, dass du als einzige Möglichkeit hast, dass du dich an die Presse wendest oder an deinen Landtagsabgeordneten. Sich vergeblich versucht haben, dagegen zu wehren und dass letzten Endes dann sie sogar weggemobbt worden sind. Glaube ich. Woanders hin gewechselt haben, teilweise sogar für psychisch krank erklärt werden oder untersucht werden sollten. Also ein unglaublicher Angriff auf den Rechtsstaat im Grunde genommen. Zur Entstehung. Ja, und das, was hier auch immer wieder kritisiert worden ist, ist, dass es nicht genau genug und hart genug untersucht worden ist, was in diesem Fall hier alles passiert ist. Des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, sagt Breyer. Kurz vor der Landtagswahl 2017 habe ich der Landesregierung, dem Innenministerium, einen ganzen Katalog von Fragen zu diesem LKA-Skandal, Unterdrückung von entlastenden Informationen, Mobbing von Kriminalbeamten, die das moniert haben, vorgelegt. Das Ministerium hat die Fragen nicht wirklich beantwortet, sondern an ihnen vorbei geantwortet. Und daraufhin habe ich die ganzen Vorwürfe, die da erhoben worden sind, öffentlich gemacht, der Presse auch mitgeteilt. Wirklich berichtet worden ist darüber aber erst kurz nach der Landtagswahl. Auch hier war der Skandal, dass es aus Kreisen der Politik und Kreisen der Polizei Druck gegeben haben soll auf den so wundervollen Norddeutschen Rundfunk, der in letzter Zeit Skandal nach Skandal produziert, muss man sagen. Da ist wirklich viel im Argen. Ich glaube, da wird eine neue Geschäftsführung oder Intendant oder sonst irgendwas gesucht. Da ist richtig was im Argen, dass es dort Vorgaben gab, zu welchen Sachen man berichten darf und welche nicht. Und das ist genau das, was nicht sein soll. Und gut ist, dass es aufgedeckt worden ist, auch da spielte der Carsten eine große Rolle, das öffentlich zu machen. Und das ist schon sehr bedenklich, ne? Wenn Politik mit Polizei so klüngelt, so den Rechtsstaat verbiegt, hier wären massive Konsequenzen für alle, die da beteiligt gewesen sind, notwendig gewesen. Und wir haben dann darauf gedrungen, dass dem nachgegangen wird, dass das Innenministerium endlich die Fragen richtig beantworten, dazu Stellung nehmen muss. Man hat das dann versucht, als wir raus waren aus dem Landtag, ohne uns weiterzumachen, aber ohne Erfolg. Und hat dann entschieden, da muss wirklich eine systematische Untersuchung her. Und das Mittel dazu bietet ein Untersuchungsausschuss, das schärfste Schwert des Parlaments. Der soll die Vorwürfe gegen das Landeskriminalamt, gegen führende Polizeibeamte untersuchen und auch Vorwürfe, dass es bei der Polizeiausbildung zu Rassismus, zu Frauenfeindlichkeit gekommen ist, ohne dass das Innenministerium auf Beschwerde hin irgendwas dagegen unternommen hat. Auch der Kann man sehen, einiges im Argen dort in Schleswig-Holstein, aber kommen wir gleich noch zu, was das auch dann mit den Rockerkreisen zu tun. Oh, Ralf Stegner hier, nicht unbedingt mein Lieblingspolitiker. Vorsitzender der SPD Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, hat sich mit den Vorfällen befasst. Es geht ja um Ermittlungen gegen Rockerbanden. Inwiefern und warum da Ermittlungsakten manipuliert worden sind, das ist offenkundig der Fall. Wo liegt die Verantwortung dafür? Liegt die bei der Staatsanwaltschaft Kiel?
Was ist eigentlich mit der Zusammenarbeit, die es dort gegeben hat, mit dem Landeskriminalamt? Da gibt es Ungereimtheiten. Und die Frage, was war eigentlich in der Polizei damals los? Da werden Ermittler unter Druck gesetzt, die eigentlich nicht den Eindruck erwecken, dass sie jetzt Querulanten werden oder sonst was. Ja, selbst wenn jemand Querulant ist, Stegner, soll er nicht unter Druck gesetzt werden. Er ist nun mal auch Polizeibeamter. Das ist nicht jeder Querulant muss dann auch entsorgt werden und muss auf Linie. Also das, was wir hier auf jeden Fall hören, manipulierte Akten in diesem Rocker-Prozess und so weiter. Wenn man das so im Nachhinein hört, darf man nicht vergessen, hier ging es um Verbote, hier ging es um Leib und Leben, hier ging es um richtig Krieg. Wer dort wie welche Rolle gespielt hat, wer sich nicht an den Rechtsstaat gehalten hat, das war absolut skandalös, was hier im Landeskriminalamt, Staatsanwaltschaft und Politik abgelaufen ist in diesem Fall. Also das riecht dann schon teilweise nach so Strukturen, wie man sie dann aus, vielleicht, was ich aus Hörensagen aus der DDR kenne. Ne? Kriegen ganz große Schwierigkeiten. Und einer der höheren Polizeiführer, der Chef der Polizeidirektion in Lübeck, der frühere, sagt, in der Polizei habe eine Günstlingswirtschaft geherrscht. Auf die Frage, was der Parlamentarische Untersuchungsausschuss für Ergebnisse erzielt hat, antworten Patrick Breyer und Ralf Stegner. Aber im Grunde genommen ist inzwischen klar, dass die Vorwürfe begründet waren, dass also tatsächlich diese Information nicht hätte unterdrückt werden dürfen, sondern dem Gericht hätte mitgeteilt werden müssen. Und dass auch dieser Informant nicht hätte geschützt werden müssen. Es ist zwar wohl so, dass es sich dabei um ein Mitglied eines Rockerclubs gehandelt hat, ein führendes Mitglied, der gefährdet gewesen wäre, wenn herausgekommen wäre in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung, dass er mit der Polizei spricht. Ja, das mag zwar sein, das war wohl auch der Beweggrund von Polizei und Staatsanwaltschaft, seine Identität geheim halten zu wollen, aber in einem Rechtsstaat ist es so. Ja, trotzdem, also mich fragt dann trotzdem, wenn die Angeklagten Akteneinsicht bekommen haben, ob die das nicht rauslesen konnten und dann schon Vermutungen hatten intern, das würde mich mal so interessieren, hatten die damals schon Vermutungen intern, okay, wir haben bei uns jemanden dabei, der mit der Polizei zusammenarbeitet, der Informationen verkauft oder sonst irgendwas. Oder wurde das geschoben? Abhörmaßnahmen, gute Überwachung, gute Polizeiarbeit, keine Ahnung. Das hätte mich mal so wirklich interessiert, was da intern gequatscht worden ist. Ich kann es sagen, damals, ich weiß nicht, wer die Ermittlungen gegen mich losgetreten hat. Ist alles in meinen Akten ausgeschwärzt. Ich weiß es bis heute nicht. Ich kann mir eine Person zusammenreimen, aber ich weiß es bis heute nicht. Aber ich bin dem eigentlich dankbar. Also du könntest dich eigentlich outen. Ich bin dir eigentlich dankbar für mein neues Leben. Was heißt eigentlich? Ich bin dir dankbar für mein neues Leben, aber wissen muss trotzdem gerne. Dass Zeugen aussagen müssen, wenn es darum geht, die Wahrheit zu ermitteln und Digga, ich wäre auch richtig angepisst. Stell dir vor, ihr seid in diesem Prozess, ihr seid Angeklagte oder ihr seid doch das Opfer und ihr wollt, dass irgendwas bewiesen ist und dann sagt das LKA, ja, wir haben da jemanden, der da ganz konkrete Informationen hat, aber nee, gibt's nicht. Geht nicht. Aus den und den Gründen. Ich würde aus beiden Positionen als Angeklagter, der sich versucht zu verteidigen, egal ob schuldig oder unschuldig, haben alle das Recht, sich dementsprechend so zu verteidigen. Und als Opfer würde ich auch sagen, ich will wissen, wer dabei war, wer das angeordnet, was da los war und so weiter. Ist die Polizei? Oder? Das würde ich absolut einfordern. Dazu sagen, nee, dann lass mal wegen Zeugenschutz und so weiter am Arsch. Auch, dass keine unschuldigen Menschen verurteilt werden. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Schutz von Zeugen, dass man sie wirklich an einen sicheren Ort verbringt, dass man auch sie hinter einer Leinwand aussagen lässt. All diese Möglichkeiten hätte es gegeben. Es ist aber nicht zulässig, sie komplett unter den Tisch fallen zu lassen. Und da hat man schlicht mit rechtswidrigen Methoden gearbeitet, ja. Und obwohl Kriminalbeamte zu Recht das beanstandet und bis zum Innenministerium zur Anzeige gebracht hatten, hat man dieses weiter durchgezogen. Und deswegen kann ich verstehen, dass Personen, die mit dem Vorgang vertraut waren, letzten Endes so verzweifelt waren, dass sie dann Informationen mir zugespielt haben, weil das die einzige Möglichkeit war, die sie gesehen haben,
um diesen Missstand, um dieses Netzwerk der Polizeiführer, um dieses System der Angst abzustellen. Und tatsächlich ist dann auch viel passiert. Also das Vertrauen. Dass du da erstmal in der eigenen Polizei Angst haben musst, wenn du das so weiter verfolgst, untersuchst und so weiter. Was für ein geiles Arbeitsklima. Wie Bock hat man dann darauf, Polizist zu sein? Vertrauen in die Polizei ist erschüttert durch diesen Vorgang, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass rechtsstaatlich gearbeitet wird und dass, wenn man sich darüber beschwert, dass das dann abgestellt und korrigiert wird. Umgekehrt müssen diejenigen, die sowas melden, befürchten, die Nachteile zu haben. Derjenige, der dafür verantwortlich war, dass die Information unterdrückt wurde, ist sogar befördert worden. Der hat nie... Ja. Der das durchgebracht hat, der wurde befördert. Super. Jemand, der den Rechtsstaat so gebogen hat, den brauchen wir in höherer Position. Disziplinarstrafe bekommen. Und jedenfalls finde ich, ist schon hinreichend vieles an den Tag gekommen, das zeigt, da müssen sich auch Dinge ändern in der Polizei. Unter anderem von Seiten der CDU gab es zuletzt vermehrt Forderungen nach einer Einstellung des Untersuchungsausschusses, vor allem wegen seiner hohen Kosten. Doch auch nach zahlreichen Anhörungen in den vergangenen 3 Jahren bleiben viele Fragen offen. Hier fragt man, manch einer fragt sich vielleicht Verdacht des schweren Raubes. Schwerer Raub ist halt bewaffnet durch die Messer mit den Verletzungen und dass Kutten weggerissen worden sind. Es geht beim schweren Raub nicht immer um Gold, Geld, Diamanten, sondern Abziehen eines Handys mit Messer und Verletzung ist ein schwerer Raub. Das unterschätzen immer einige. Die denken, es geht um die Höhe, sondern es geht um die Schwere der Tat. Na, und deswegen ist es ein Raub, weil die Kutten entwendet worden sind von den Red Devils. Ich finde, wer baldmögliche Einstellung fordert, der hat nicht gute Argumente auf seiner Seite. Denn, wie gesagt, die Beweisaufnahme ist noch gar nicht abgeschlossen. Hauptzeugen sind teilweise noch nicht gehört. Zum Beispiel Herr Pust, der frühere Innenminister, der einen Sonderbericht geschrieben hat, der muss noch gehört werden. Der hat ja auch Dinge herausgefunden. Eine zentrale Figur ist dabei der ehemalige Präsident der Bandidos, Ralf B., dessen angebliche Hinweise an die Polizei nicht dokumentiert wurden und so die Rocker-Affäre ins Rollen brachten. B. ist noch nie im Fernsehen aufgetreten, uns berichtet er aber erstmals öffentlich auf die Frage, wie oft er vom Untersuchungsausschuss bereits angehört wurde. Bisher noch gar nicht. Also wir hören jetzt hier wirklich den Bandidos-Präsidenten Ralf B., ist glaube ich Ralf Bachmann, Ralf Bachmann, ist ja eben Zeugenschutzprogramm jetzt, ne? Jetzt würde Ralf Borgmann heißen. Nein, keine Ahnung, also mir ist das trotzdem, mir stinkt das hier so, was Polizei auch gemacht hat, auch mit ihm, das stinkt. Das stinkt mir. Ihr wisst, ich bin ein Befürworter von V-Leuten und so weiter. Ich weiß, der Vorwurf immer, war es selber V-Mann. Ich würde es gerne heute hier zugeben, wenn es mal so gewesen wäre. Es ist nicht einmal so gewesen. Nie für 1 Cent Informationen verkauft oder sonst irgendwas. Ja, jedes Mal, wenn du Ralf sagst, zucke ich zusammen, Ralf. Ja, glaube ich. Und ist schon krass, dass Neumünster TV ihn hier vor die Kamera kriegt. Finde ich schon krass. Man muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie hoch der Aufklärungswille des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Wirklichkeit ist. Wenn gerade die zentrale Person oder die im Mittelpunkt des zentralen Geschehens stehen soll, als einzige Person nicht angehört werden soll. Was ist das für ein Untersuchungsausschuss? Ich meine, ich wurde zum NSU-Untersuchungsausschuss nach Mecklenburg-Vorpommern vorgeladen, der dazu gar nichts sagen konnte. Ich konnte zum NSU gar nichts sagen. Gar nichts. 0,0. Und hier in diesem Fall, wo es um ein Verbot, um Messerstechereien gehen, um Krieg auf deutschen Straßen geht, bereits enttarnte, mittlerweile bekannte V-Mann nicht vorgeladen, um über die Dinge aufzuklären. Das riecht danach, dass jemand keine Aufklärung will. Also das riecht nicht nur danach, das stinkt danach. Das Hacker-Kollektiv Anonymous, deren Markenzeichen Guy Fawkes-Masken sind und das unter anderem gegen Zensur und Machtmissbrauch weltweit aktiv ist, hat sich ebenfalls in die Debatte eingeschaltet. Die Gruppe Anonymous Waterkant hat die Operation Studi gestartet, um auf die möglichen Verstrickungen eines weiteren V-Manns in den Subway-Überfall hinzuweisen. Nach Monaten vorsichtiger Kontaktaufnahme gelingt es uns schließlich, ein Mitglied der Gruppe an einem etwas versteckten Ort zu interviewen. Also Anonymous verfolgt den ganzen Prozess seit mehreren Jahren. Anonymous kämpft dabei für Transparenz,
gegen die Übermacht von Geheimdiensten, die versuchen, was zu verschleiern. Wir hatten das Gefühl, dass im Zuge des Untersuchungsausschusses noch viele Details ans Licht kommen würden. Das ist nicht erfolgt. Deshalb haben wir uns eingeschaltet, wir sind aktiv geworden, weil wir das Gefühl haben, dass hier viele Sachen vertuscht werden sollen. Einerseits geht es um die V-Männer. Die Polizei oder das LKA arbeiten hier mit V-Männern aus der rechten Szene zusammen, die ein menschenfeindliches Weltbild haben, was an sich schon einen Skandal darstellt. Darüber hinaus ist Alexander H., der als V-Mann im Bandidos-Fall eingesetzt war, straffrei geblieben, obwohl er vermutlich der Hauptverdächtige in diesem Prozess ist. Also, Alexander H., auch eine sehr, sehr bekannte Person aus dem Rechtsextremismus, Rockerkreisen, Kampfsport und so weiter alles, der natürlich vehement abstreitet, dass er als V-Mann geführt wurde, dass er je V-Mann war. Diesen Duft wird man nie los, er wird mit Sicherheit von allen immer mit Skepsis begutachtet werden. Inwiefern es jetzt dafür hier Beweise gibt, habe ich jetzt bisher nicht gehört. Bis jetzt hat nur Anonymous diesen Namen jetzt ins Spiel gebracht. Das wird mit Sicherheit auch ein Riesentrara gegeben haben, dass es hier in diesem Bericht, dass der Name dort auch noch fällt. Das wären dann schon zwei sehr, sehr hochrangige V-Leute in diesem Bandidos-Chapter. Und dann muss man sich fragen, okay, war dieses ganze Bandidos-Chapter überhaupt nur V-Mann geführt, ja? Also NPD 2.0 oder NPD, Rocker-NPD. In den Akten gibt es zahlreiche Hinweise auf seine Tatbeteiligung und sogar dafür, dass er verantwortlich für die Messerstiche war. Die Polizei ist diesen Hinweisen aber nicht nachgegangen. Tja, das muss man sich auf der Zunge zergehen. Du darfst ja nicht vergessen, hier gab es ein Opfer, das beinahe draufgegangen ist. Ja? Und hier sollte dann irgendwann geklärt werden, okay, wer hat zugestochen, wer ist dafür verantwortlich und so weiter. Und wenn hier gesagt wird, okay, es gab Hinweise und so weiter, sehen wir bis jetzt noch nicht. Ich glaube, es werden auch noch gleich noch Akten und so eingeblendet. Ist das natürlich auch alles irgendwie, da muss man gucken, wie hat hier die Polizei gehabt, wen wollten sie noch schützen? Okay, ein V-Mann aufgeflogen, behalten wir noch bei den Bandidos einen V-Mann. Schützen wir den dann noch? Ja, ich will das jetzt niemandem unterstellen, aber das sind so bestimmt Gedankenspiele, die bei der Polizei da stattgefunden haben. Unter anderem geht aus den Telefondaten hervor, dass er zur Tatzeit am Tatort war. Sein Auto wurde am Tatort gesehen. Zeugen haben seinen Namen benannt und auch kleinere, auf seine Statur passende Beschreibungen von einer tatverdächtigen Person wurden abgegeben. Anders als bei anderen Verdächtigen, die sogar monatelang in Untersuchungshaft saßen, wurde bei ihm nur lediglich eine kurze Durchsuchung durchgeführt, die er als easy bezeichnete. Tja, das sind so Dinge, wie dann auch untereinander Misstrauen geschürt wird, ja. Warum wurde bei dir durchsucht? Da war ich auch sehr, sehr dünnhäutig. Ich hatte immer die Durchsuchung. Ich war immer das Ziel. Klar war ich auch Kopf dieser Banden, egal bei der Kameradschaft Werwolf oder danach auch bei der Schwarzen Schar. Immer waren die Durchsuchungen bei mir, wo ich mir gefragt habe, okay, warum bei dir nicht? Warum bei dir wieder freigelassen und so weiter? Aber das sind natürlich so Dinge, okay, wurde erkannt, wurde namentlich benannt, Handy, Funkzellen und so weiter. Die anderen kommen in U-Haft. Ist auch jemand, der vorbestraft ist und der kommt nicht in U-Haft. Da wird es auch getuschelt intern im Club gegeben haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da kann sich gar kein Club von frei sagen, das wird getuschelt untereinander gegeben haben. Wir sind nicht bereit hinzunehmen, dass V-Männer aufgrund ihrer Connections zu der Polizei straffrei bleiben. Wir werden uns weiterhin in diesen Fall einmischen und weiterhin maximale Aufklärung fordern. Im Rahmen der Operation. Wer hier schon grün sehe, ich kann euch nur dazu auffordern, diesen Kanal zu unterstützen. Dankeschön, Leute. Dankeschön an alle, die mit einem Prime-Abo oder ein Follow dalassen. Dankeschön. Und natürlich mit Philipp 10 könnt ihr bei Zeck Plus 10% sparen. Dankeschön. Das gleiche gilt natürlich auch bei den Beef Bandits. Dankeschön. Fleisch bestellen online. Checkt das mal aus. Kommt richtig gute Qualität an. Mega geil. Ansonsten checkt King oder den Kongs aus. Spiegel-Bestseller-Buch. Dankeschön. King oder den Kongs gibt es alles Mögliche. Ansonsten extremistlos.de. Wer uns mal vor Ort sehen möchte zu einem Vortrag, Beitrag oder sonst irgendwas, kann auf extremistlos.de gehen. Ansonsten gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, uns zu supporten. Ansonsten, wenn ihr das nicht machen wollt, konsumiert einfach nur das, was wir bringen. Und Dankeschön dafür. Und ja, jetzt geht's weiter. Also, Anonymous angepisst, dass jemand, der vermeintlich die Stiche geführt haben soll, ja, immer hypothetisch, soll hier straffrei ausgehen, dann noch als Rechtsextremist, das hat einige dann angepisst. Operation Stuli, die nach dem englischen Wort für Polizeispitzel benannt ist, hat die Gruppe auch etliche Seiten aus den Prozessakten des Überfalls veröffentlicht. Wir überprüfen die Angaben.
Alexander H. ist ein Neonazi aus dem verbotenen Combat 18 Netzwerk, der unter anderem Kontakte zur NSU-Terrorzelle hatte. Tatsächlich gibt es in den Akten mehrere Hinweise auf eine Tatbeteiligung Alexander H.s. Aus den Telekommunikationen. Also wir haben da gerade einen Angriff gesehen, das soll aber nicht der Angriff beim Subway, glaube ich, gewesen sein, der war abends oder nachts. In den Überwachungsprotokollen geht hervor, dass eine Zeugin, die sich im Nachgang der Tat Nachrichten mit dem Bandido schrieb, Details über die Tat vom 13. Januar 2010 kennt, die sie von Tatbeteiligten erfahren haben dürfte. Laut Anon. Ja, also das sind ja schon starke Indizien, ne? Modalitäten, sie versichert der Frau, dass sie sich nichts haben schulden, im Gegenteil, sie hat nichts gemacht, sie hat dann denen geholfen, sie hat alles gemacht, was in ihrer Macht steht. Ich fand auch von einem Telefonat, dass sie dann die Gearschten sind, wenn die Nacht der Polizei gelangt wird, dadurch, dass sie sich auch wieder gegenüber Dritten bewusst ahnungslos zeigt. So gibt es ja Gespräche zwischen und Alexander H. Geld und einem Mann wieder, dass sie Anweisungen bekommt, Alexander nicht anzurufen, weiter wird klar, dass Alexander über die Tat vom 13.2010 kommt. Das war ja ein Gesprächsplan, dass die Täter aus Richtungsparklärung sind. Tja. Muss jeder sich dann immer selber zusammenreimen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch bei Anonymous noch findet. Der Tat Nachrichten mit dem Bandido schrieb, Details über die Tat vom 13. Januar 2010 kennt, die sie von Tatbeteiligten erfahren haben dürfte. Geil ist auch immer dieses Nachrichtenschreiben, ne? Es ist, ja, bei mir unterm Video wird dann immer irgendwie lustig und hart kommentiert und so weiter. Und dann aber am Handy dann doch scheiße, deutlich, was ist, wenn die Bullen jetzt kommen und so weiter und ja. Laut Anonymous wollte Alexander H. verhindern, dass für ihn gefährliche Details nach außen dringen. Er bietet der Zeugin daher Hilfe, Geld und einen Anwalt. Als sie den Kontakt abbricht, taucht er spätabends an ihrer Haustür auf. Da kommt jemand, und das ist nicht üblich, einer Perle dann Geld und sonst was alles anzubieten. Das sind schon spezielle Dinge, die abgelaufen sind, ne? Sie schildert. Ich denke, dass sie mir eine konkrete Drohung aussprechen könnten, wenn ich etwas sage und dass mir oder meiner Familie etwas passieren könnte. Davor habe ich richtig Angst. Konkret zu Alexander H. gibt sie an, er ist derjenige, von dem ich am meisten Angst habe. Anonymous dokumentiert weitere Hinweise. Kurz nach der Tat habe Alexander H. von seinem Club den Expect No Mercy Patch verliehen bekommen. Diese Auszeichnung, die übersetzt Erwarte keine Gnade bedeutet, ist als Warnung vor dem Träger derselben zu verstehen, der für seinen Club einen Mord begangen oder einem Gegner schwere Verletzungen zugefügt haben muss. Dennoch. Man muss jetzt aber auch hier sagen, man könnte es auch so verstehen, dass er die Perle besucht hat, die war Zeugin und versucht hat, ihr Geld und einen Anwalt und so zu bieten, damit er nicht erwischt wird und nicht in den Knast kommt. Könnte man auch so verstehen, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das bis jetzt so verstanden habt. Die Rolle jetzt der... Geht hervor, dass eine Zeugin, die sich im Nachgang der Tat Nachrichten mit dem Bandido schrieb, Details über die Tat vom 13. Januar 2010 kennt, die sie von Tatbeteiligten erfahren haben dürfte. Laut Anonymous wollte Alexander H. verhindern, dass für ihn gefährliche Details nach außen dringen. Er bietet der Zeugin daher Hilfe, Geld und einen Anwalt. Als sie den Kontakt abbricht, taucht er spätabends an ihrer Haustür auf. Sie schildert, ich denke, dass sie mir eine konkrete Drohung aussprechen könnten, wenn ich etwas sage und dass mir oder meiner Familie etwas passieren könnte. Davor habe ich richtig Angst. Konkret zu Alexander H. gibt sie an, er ist derjenige, von dem ich am meisten Angst habe. Ja, das ist eine klassische Versuch der Zeugenbeeinflussung, ne? Sag das nicht aus, dass du mich da gesehen hast, die anderen, ich gebe dir Geld, Anwalt und so weiter, wie kriege ich da raus, zu mir gar nichts sagen. Klingt bis jetzt für mich für eine klassische Zeugenbeeinflussung, nicht gegen ihn auszusagen bei der Polizei bis jetzt. Anonymous dokumentiert weitere Hinweise. Kurz nach der Tat habe Alexander H. von seinem Club den Expect No Mercy Patch verliehen bekommen. Da haben sich Clubs schon manchmal angeschissen, auch mit bei den Hells Angels mit Filthy Few
für die getötet haben und so weiter. Da haben sich schon ein paar Clubs richtig selber angeschissen. Diese Auszeichnung, die übersetzt "erwarte keine Gnade" bedeutet, ist als Warnung vor dem Träger derselben zu verstehen, der für seinen Club einen Mord begangen oder einem Gegner schwere Verletzungen zugefügt haben muss. Dennoch verlief die Strafverfolgung bei ihm sehr zurückhaltend, wie die Zeugin berichtet. Also, sein Laptop haben sie nicht einbehalten. Auf ihn sei lediglich ein kurzer Blick geworfen worden. Aber ob die jetzt, irgendwas Großartiges gefunden haben? War halt nicht lange. Sagt, ist eigentlich ganz normal. Easy verlaufen. Tja. Kenn ich so nicht. Wenn, wird alles mitgenommen. Handys, Laptop, Computer, egal wo, was. Ist ein super Grund, besonders so schwere Straftaten, ist ein super Grund, um irgendwo zuzuschlagen. Informationsgewinnung, egal wie was, und dann ja, ist easy gelaufen. Und gerade bei so einer Sache, wo es um so ein schweres Delikt geht, kann das damit zu tun haben, dass sozusagen eine LKA eine Vertrauensperson schützen möchte, damit sie es nachher nicht vertuschen möchte. Jetzt könnte man sich fragen, okay, warum nehmen sie das nicht mit? Ja, weil wenn sie es mitnehmen, müssten sie es dokumentieren, was ist es ausgewählt, es läuft durch mehr Hände, durch mehr Stationen und so weiter. Deswegen am besten gar nicht erst mitnehmen, dass wir gar nicht erst in die Bedrohung kommen, zu erklären, wo sind die Ermittlungsergebnisse, wo sind die Daten davon und so weiter. Der ehemalige Bandidos-Präsident kommentiert: Ja, ich habe die Akten natürlich auch gelesen und man braucht kein juristisches Fachverständnis dafür, um einfach über Passagen zu stolpern, die Fragezeichen ergeben. Dass der Untersuchungsausschuss jetzt daran vorbeigelesen hat, das kann ich mir auch nicht erklären. Vielleicht müssen die da nochmal nachlegen. Kann man mal sehen, was da los ist. Der Untersuchungsausschuss untersucht auch nicht wirklich den Skandal bei Politik und Polizei. Was für ein krasser Klüngel, ne? Das ist das. Und da muss man auch sagen, da kann dann auch so ein Glaube in den Rechtsstaat kann dann auch erschüttert werden. Egal, ob jetzt jemand da V-Mann ist oder nicht V-Mann und der eine dem einen unterstellen sich, und dann ist er es doch nicht und so weiter. Braucht sich keiner bei mir melden, bitte, ja, in den Kommentar drunter von mir aus. Aber so darf der Rechtsstaat nicht, funktionieren. Also hier gilt immer noch der Polizei, Politik sollen sich alle an die Gesetze und Regeln halten. Auf Alexander Haas Facebook-Seite findet sich bezugnehmend auf die Anschuldigungen in den Kommentarspalten die Frage: Wer glaubt diesem verlogenen Dreck aus deren Mülltonne? Höchstens irgendwelche Flittchen oder Idiotenparagraphenträger. Der Beschuldigte selbst schrieb: Ich dachte, ich stelle den anonymen Anschuldigungen einfach mal den investigativen, belegbaren Bericht des NDR entgegen. Dabei sind... Auf einmal ist der NDR natürlich das Medium, das bevorzugt wird. Sonst heißt es scheiß NDR, scheiß Presse oder sonst was. Wenn es natürlich ein Artikel ist, der pro ist, dann kann man auch den NDR wieder nehmen. Diese Vorwürfe nicht ganz neu. Sogar der von Haar gelobte Norddeutsche Rundfunk hatte in einem Beitrag vom 20. Juli 2017 darüber berichtet. Diese brisante Spur, dass mehr als ein V-Mann in den Subway-Überfall involviert war, wurde in den folgenden Jahren aber nicht weiterverfolgt. Patrick Breyer erklärt sich das folgendermaßen: Die Presse als... Das ist so eine Schmierenkomödie, was da passiert ist. Vierte Gewalt hat ja als Aufgabe, die Wahrheit ans Tageslicht zu bekommen, und zwar unvoreingenommen. Wir haben aber in dieser sogenannten Rocker-Affäre, ich nenne sie LKA-Skandal, oft einseitige Berichterstattungen gesehen, zum Beispiel jüngst vom Spiegel oder auch vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Wir haben gesehen, dass ein Medium, was kontinuierlich kritisch berichtet hat, die Kieler Nachrichten, diskreditiert werden sollten, dass bestimmte Personen da auch nicht mehr zu der Sache berichten und schreiben dürfen. Kannst du mal sehen, wie viel, das ist doch, dass diese Botschaft darf nicht sein, dass das so verzahnt ist. Verstehe ich, dass Leute das abkotzen, die das sehen und sagen, das ist alles ein Schmuh, ein Scheiß, umso wichtiger, und Ehre geht raus hier auch an den jungen Mann hier, der sich darum kümmert, und viele andere Journalisten, die sich dem Thema angenommen haben und dementsprechend Konsequenzen hatten und auch die bei der Polizei waren, auch Konsequenzen dafür erfahren mussten, im Negativen. Und ich habe gehört, dass versucht worden sein soll, auf den NDR politisch Einfluss zu nehmen, über persönliche Bekanntschaften. Bestimmte Personen, die anfangs investigativ berichtet haben, sind inzwischen aus der Berichterstattung tatsächlich raus.
Und das halte ich für sehr bedenklich, denn wir haben in Schleswig-Holstein nur so wenige Presseorgane, die diese Arbeit leisten können. Und wenn da Einfluss genommen wird, sodass die ausfallen, dann leidet die Aufklärung und letzten Endes auch der Rechtsstaat darunter. Die Kieler Nachrichten nahmen am 12. Oktober wie folgt zu den Vorwürfen Stellung. Der Spiegel stellt in Frage, ob es überhaupt eine Rocker-Affäre gegeben habe und behauptet, dies sei ein Popanz. Und weiter, Belege für die Behauptung, die Affäre sei ein Popanz gewesen, liefert der Spiegel nicht. Auch zu den Vorwürfen der Fake News beziehen die Kieler Nachrichten Position. Für ihre These, die KN hätten getrickst und die Öffentlichkeit in die Irre geführt, liefern die Spiegelautoren keine Belege. Zu der Rolle. Aber mal sehen, wie die sich dann gegenseitig dissen. Und da muss der Spiegel da auch ein bisschen abliefern, ne? Nur einfach drauf loskriegeln ist nicht. Der Medien schildert uns Rechtsanwalt Ole Baumann seine Wahrnehmung. Er hatte eines der Opfer der Messerstiche im Subway-Verfahren vertreten und kennt daher die Materie. Ich will mal so sagen, es kommt drauf an, wie man es schreibt und was man draus macht, ja? Natürlich kommt es immer wieder vor, dass bei Kontrollen, die im Vorfeld von Partys, gut, im Moment finden keine Treffen oder keine Motorradtreffen, keine Party statt von den MCs, aber solange solche Partys stattgefunden haben, gab es regelmäßig Kontrollen, Vorfeldkontrollen, dass alle Besucher, bevor sie auf das Festgelände gekommen sind, einmal kontrolliert worden sind. Sei es nur die Personalien aufgeschrieben, teilweise auch die Personen durchsucht worden sind. Das, was ich vorhin sagte, der Möglichkeit nach dem Landesverwaltungsgesetz einen Ort als gefährlichen Ort zu erklären, Teil die Fahrzeuge durchsucht worden sind. Und natürlich sind dann auch immer mal wieder Gegenstände gefunden worden, die zumindest verdächtig sind, dass sie eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat begründen. Sei es Pfefferspray oder ein Taschenmesser oder ein Einhandmesser, vielleicht auch mal ein Gramm Gras oder irgendwie sowas. Klar, kommt vor. Wo viele Leute sind, gibt es auch solche Sachen. Und wenn dann in der Polizeimeldung steht, dass beim Treffen eines MCs, egal welches MC, dann eben Waffen gefunden worden sind, dann hört sich das natürlich erstmal dramatisch an. Ja? Dass das am Ende vielleicht nur ein Taschenmesser, ein Cuttermesser gewesen ist, das steht in der Pressemitteilung da nicht drin. Ja, da macht er sich, der Rechtsanwalt ist aber auch sehr einfach. Ich weiß, was er meint. Wir haben Waffenfunde. Waffenfund ist ein Cuttermesser auch und sonst was. Und ich persönlich fand ich es immer richtig dumm, wenn Leute auch zu uns gekommen sind und die hatten Schlagstöcke und Schlagringe mit und die Polizei findet die und dann gab es diese Pressemeldung. Klar ist das dumm. Keiner will das, keiner braucht das bei einer Rockerparty. Man kann sagen, bei den meisten Rockerpartys gibt es weniger Stress wie auf jedem Schlagerfestival. Das ist einfach so. Oder so gut wie überhaupt keinen Ärger. Brauchen wir nichts mit hinbringen. Aber einige sind so dumm und bringen es mit. Klar ist das dann eine Pressemitteilung. Aber er tut jetzt ja hier so, als wenn das aufgebauscht wurde von der Polizei auch. Und das wurde es nicht. Ich glaube, gestern gerade gab es erste Schießerei wieder mit Rockerbezug in Duisburg mit einem Toten. Auch hier in Schleswig-Holstein haben wir das gesehen. Hier wurde jemand im Subway massivst niedergestochen, hat um sein Leben gekämpft. Und dann wird jetzt hier über Rockerpartys gesprochen, dass die Polizei das aufbauscht. Ja, Presse will auch verkaufen. Ja, Presse will verkaufen. Ist nun mal so. Klingt besser. Polizei klingt auch wichtig. Ja, wir waren mit 300 Leuten im Einsatz, haben Waffen gefunden. Ja, klingt halt wichtiger. Kann man drüber diskutieren. Aber nichtsdestotrotz reden wir hier immer noch über eine kriminelle, gewaltbereite und gewaltausübende Szene. Das würden Zeitungen sicherlich auch nicht drucken, wenn da stehen würde, bei 250 kontrollierten Personen ist ein Taschenmesser und ein Cuttermesser gefunden worden. Das würde die Presse nicht drucken, also oder nicht, das wäre keine Meldung wert. Wenn da steht Waffen, dann ist das eine Meldung wert. Ja, oder wenn da steht, es sind Drogen gefunden worden. Ja, natürlich, wenn bei einem Besucher ein Gramm Gras gefunden worden ist, dann sind natürlich Drogen gefunden worden. Das ist ja nicht falsch, was dann mitgeteilt wird. Aber es kommt darauf an, wie man es mitteilt, wenn man es detailgetreu mitteilt. Ja, und geht es jetzt um das Gejammer, dass die Rockerbanden falsch dargestellt werden? Oder um was für ein Gejammer geht es jetzt hier? Wenn man es mitteilen würde, würde es keine Meldung für die Presse wert sein. Das ist so, was mein Eindruck ist, was ich so an der Pressestelle der Polizei kritisiere. Das finde ich, ist nicht in Ordnung. Dann soll man es auch konkret schreiben, um da eben nicht so einen falschen Eindruck zu hinterlassen. Ja, die armen Motorradfahrer. 27 Autos kontrolliert und 3 Motorräder, das könnte man auch mal reinschreiben. Juristisch ist der Subway-Überfall inzwischen verjährt. Viele Fragen allerdings bleiben offen. Für mich war dieser Fall so wichtig, weil er
erstens die Gefahr zeigt, dass vor Gericht die Wahrheit nicht mehr aufgeklärt werden kann, dass vielleicht sogar Menschen zu Unrecht verurteilt werden könnten, weil die Polizei den Schutz ihrer Zuträger, ihrer Informanten höher bewertet als die Unschuld von Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft behauptet von sich immer gerne, sie sei die objektivste Behörde der Welt, weil sie eben aufgrund dieser 160-2-Vorschrift eben auch die entlastenden Umstände ermitteln muss. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Natürlich ist die nicht die objektivste Behörde der Welt, sondern natürlich ist die Staatsanwaltschaft ganz klar auf Verfolgung und Verurteilung getrimmt, sage ich jetzt mal. Das ist schon so. Natürlich, auch Staatsanwälte haben ein gewisses Jagdfieber in sich und müssen auch gewisse Quoten erfüllen, ja, nur dauerhaft verlieren. Das gehört mit dazu, aber natürlich auch, wenn Beweise gefunden wird, die entlastend sind, dann lässt das ein Staatsanwalt nicht unter den Teppich fallen. Ne? Letztendlich sind das Beamte, die sind weisungsabhängig, Staatsanwälte, und die müssen ihren Job machen. Ob diese je aufgeklärt werden, ist offen. Patrick Breyer führt diese schleppende Aufklärung auch auf systemische Mängel zurück. Und zum Zweiten hat der Fall aufgezeigt, ein System der Angst innerhalb der Landespolizei, dass es öfter vorgekommen ist, dass diejenigen, die Missstände ansprechen und mutig auch durchaus angehen, auf den Tisch bringen, dass die Leidtragenden sind und nicht diejenigen, die die Missstände eigentlich verursacht haben. Und das ist natürlich eine schreiende Ungerechtigkeit im System, die zu Duckmäusertum führt und dazu führen kann, dass Recht und Gesetz mit Füßen getreten werden. Also, Ehre geht raus hier an Neumünster TV, die das hier sehr massiv aufgegriffen haben. Ehre hier geht raus an den Herren von der Piratenpartei. Gibt es die noch, Piraten? Oder sind das heute schon Seeleute? Ich weiß es nicht. Diesen Netzbeschutz war Schwachsinn. Doch, das ist ja hier in diesem Fall direkt passiert. Das ist ja hier gesagt worden, wenn der Polizeipräsident aus Lübeck das auch sagt, dann wird da schon was dran sein. Also das heißt einfach auch das LKA hat nicht alle Freiheiten. Und wenn es darum geht, Straftaten aufzuklären, müssen V-Leute halt auch enttarnt werden. Und krass einfach, ob dann so ein Verbot von den Bandidos Neumünster rechtens gewesen wäre und der Präsident reicht dann keine Klage ein und so weiter. Das stinkt für mich alles. Hier gilt es nach wie vor als Bürger, als Presse, auch Politik, Polizei und Justiz zu überwachen. Deswegen muss es diese Kontrollinstanzen geben. Deswegen muss es eine unabhängige Presse geben, die sich auch untereinander disst, die aufklärt. Und umso wichtiger, wir sehen das bei ganz vielen, ihr wisst, wovon ich Fan bin, auch Steuerung F und Y-Kollektiv und so weiter, die da investigativen Journalismus machen, die da hingehen, wo es auch weh tut. Deswegen ist investigativer Journalismus so, so wichtig. Und da kann man gerne auch mal im Monat das eine oder andere Abo bezahlen, mache ich auch bei gewissen Blättern, die ich unterstütze, kann man auch mal mit einem Abo mit 1,99, 3,99 im Monat auch supporten, dass diese Arbeit gemacht werden kann, dass es unabhängig bleibt und dass da nicht Leute im Hintergrund steuern, die das mit dem Geld und so machen. Also, krasser Beitrag, was hier in Neumünster da abgelaufen ist. Bandidos-Präsident V-Mann, einer der engsten Leute, vielleicht drumherum auch, vielleicht nicht, vielleicht, keine Ahnung. Einfach unglaublich, was hier passiert ist. Besonders wenn man so nah dran war, wie ich das damals, hat man da im Nachhinein nur den Kopf geschüttelt und gesagt, unglaublich, was da abgegangen ist. Vielen lieben Dank an die Mods, an die Unterstützer. Dankeschön, ganz unterschiedliche Art und Weise, wie ihr das hier supportet. Ehre geht raus, vielen lieben Dank. Und ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.